So, ich möchte dir heute zeigen, wie du dieses coole Unterwasserhaus hier baust und einrichtest. Und ich würde sagen, damit fangen wir auch mal direkt an. So, dieses Haus zu bauen ist eigentlich ganz easy. Ich nehme jetzt hier bemooste Ziegel, Ziegeltreppen und Ziegelstufen. Einfach, weil es ein bisschen cooler aussieht unter Wasser. Du kannst natürlich wie immer das nehmen, was du möchtest. Also, wir fangen an mit unseren Ziegeln, gehen an die Ecke dort, wo wir hinwollen, unser Haus zu bauen. Machen einfach hier 1, 2, 3 Blöcke hoch. Unseren ersten Pfeiler. Gehen dann 1, 2, 3 breit, 1, 2, 3 Blöcke hoch. So, und jetzt gehen wir hin. 1, 2, frei, 3 Blöcke hoch. 1, 2, 3 Blöcke hoch. Auf der anderen Seite auch. 1, 2, 3 Blöcke hoch. 1, 2, 3 Blöcke hoch. Das ist schon fast das Grundgerüst unseres Hauses. Jetzt gehen wir noch hin und machen 1, 2, 3. Hier noch einen Pfosten hin. 1, 2, 3 hoch. Das wird das Grundgerippe unseres Hauses. Als nächstes nehmen wir Glasblöcke. Machen natürlich vorher hier immer dann schön die Ziegel wieder hin, ne? Aber dann kommen schon die Glasblöcke dahin. So, dass wir später Fenster haben. Machen das hier alles komplett zu. Hier auch dreimal bitte den Boden. So. Sehr schön. Einfach alles zumachen mit Glas. So. Hier auch noch. Beide Seiten. Ja, der ist nicht schlimm, der kann ruhig wegbleiben. Da kommt gleich eh noch was anderes hin. So, hierzu. Hier gehen wir jetzt hin, machen 1, 2, 3. So, hier dran. Hier auch. So. Und so. Das hat bestimmt einen Grund. Gleich muss ja noch was hier vorne dran, wo wir unseren Eingang reinmachen. So. Das ist Nummer 1. Jetzt haben wir schon das Grundgerüst stehen. Jetzt könnte man schon hingehen, auch wenn es eigentlich nur Blödsinn ist, den Boden hier mit Eichenholzbrettern auslegen. Das machen wir schon mal. Ja, wir legen den Boden aus, bevor die Bude trocken ist. Aber egal. So, du kannst natürlich wieder die Blöcke nehmen, die du möchtest. Wunderbar. Und jetzt gehen wir hin und machen bemooste Steinziegelstufen oder einfach Steinziegelstufen, was auch immer du willst. Machen das einmal so komplett hier drüber. Müssen wir mal gucken, ob das passt. Wetten wir jetzt, zeigt er den Fehler nicht an. Könnte ich für wetten, aber das liegt wahrscheinlich daran, weil wir noch nicht alles trocken gemacht haben innen drin. Das zeige ich dir jetzt, wenn wir alles dicht haben. So, mach hier auch nochmal. So und so, jetzt gehen wir mal rein. Jetzt haben wir ja hier drin noch alles Wasser, das wollen wir nicht. Ich bin jetzt faul und nehme einfach einen Schwamm. Guck, dass trocken ist. Jawohl. So. Sehr schön. Jetzt sehen wir schon hier so kleine Glitches. Das wollen wir natürlich nicht. Gehen einfach mal hin. Machen hier nochmal kaputt und gehen raus. So. Gucken jetzt mal. Jetzt haben wir hier oben so ein wunderbares Muster. Das nehmen wir jetzt einfach mal komplett und machen hier wieder die Steinziegel weg. Hättest du natürlich auch direkt schon machen können. Ich mache es lieber immer so Stück für Stück. So, dass wir komplette Blöcke haben. Und wie dieses beknackte Muster nicht mehr haben. So, machen wir weg. Hier machen wir das auch noch links und rechts einfach. So, das alles weg. Keine Angst, innen drin müsste jetzt immer noch trocken sein. Und gehen weg. Oder hier machen wir noch einen Slab so drauf. So, wunderbar. Jetzt sollte es eigentlich innen drin wieder in Ordnung sein. Wir gucken mal. Müsste es. Wenn wir jetzt reingehen, sollte es wieder ordentlich sein. Hallo, geh weg. So, jetzt tropft das noch von der Decke. Das wollen wir natürlich auch nicht. Deswegen gehen wir jetzt nochmal hier raus. Du merkst schon, das ist immer ein bisschen, Budelei, ne? So, rein, raus, rein, raus. Musst du mal gucken. Deswegen erst ganz zum Schluss alles einrichten hier drin. Jetzt gehen wir einfach hin und nehmen Kies hier, den wir haben. Hauen den hier so drauf. Ja, da ist wieder irgendwie schon Klopfen oder so. Ich habe keine Ahnung. So, hauen noch mal eine Etage Kies hier drauf, so dass es dann nicht mehr tropfen sollte. Jetzt haben wir hier noch die Falltüren. Machen die mal hier so an den Rand, dass das ein bisschen schöner aussieht. So, wunderbar. Hier auch. So, dann haben wir praktisch einen Garten auf dem Dach. Hier noch hin, hinten dran. Bep, bep, bep. So, sieht ganz gut aus, finde ich. Jetzt können wir hingehen mit Knochenmehl. Jawohl. So, gehen einfach mit Knochenmehl hier hin und machen dann bam, bam, bam. So ein bisschen Gras obendrauf. So wie du willst hier. Lang, kurz. Können natürlich auch noch andere Sachen drauf.
aber erstmal nicht. Jetzt habe ich da natürlich wieder unten drunter die Steine vergessen. Das ist aber nicht so schlimm. Wir machen nämlich jetzt hier noch ein bisschen weiter. Und zwar brauchen wir hier ja jetzt noch unseren Weg. Das heißt, hier neben nochmal Dreie. Hier nochmal Dreie. Und da müssen wir gucken. Eins, zwei, frei. Beim dritten hier. Nee, hier so. Drei hin. Drei hin. Machen das hier nochmal so rüber zu, dass wir so ein schönes Viereck haben. So, und machen natürlich die Decke auch zu. Mit ganzen Blöcken, würde ich sagen. So, so und so. Bam, dass das Ganze zu ist. Hier unten wieder die Steine rein. Dort wieder die Steine rein. Jawohl. Und dann natürlich das Glas. Dort. Und hier. Jetzt brauchen wir eine Tür. Aber erst, wenn wir hier den weggemacht haben. Ich vergesse immer den Boden, ne? Ede vergisst immer den Boden. Hier können wir dann auch wieder Holz hinmachen, wenn wir wollen. Jetzt brauchen wir eine Tür. Eine stinknormale Tür. Ich mache sie mit Türen. Du kannst natürlich auch einen anderen Eingang bauen, wenn du möchtest. Wenn dir der hier nicht gefällt. Ich finde ihn eigentlich ziemlich cool. Jetzt haben wir hier schon so eine Tür. Hier sehen wir schon. Hier haben wir auch wieder diesen komischen Bug. Aber das ist nicht so schlimm. Ich sage immer Bug dazu. Machen das hier zu. Jetzt können wir das hier nämlich wieder aufmachen. Und einfach den weg. Hier nochmal Holz rein. Und die Tür hier so wieder zu. Trocken. Jetzt haben wir sowas wie eine Schleuse hier drin. Wenn wir die jetzt aufmachen und da reinstellen. So, ist das hier drin nämlich trocken. Jetzt kann ich von draußen reinkommen, ja. Oder ich komme von draußen hier. Muss rein, mach auf. Schnell rein. Hier rein. So, da kann es von mir aus auch tropfen. Hier drin sollte es eigentlich nicht tropfen. Und jetzt sind wir schon im Haus drin. Aber bevor wir innen drin anfangen einzurichten, gehen wir nochmal raus und machen noch die Verzierungen außen. Denn jetzt wollen wir hingehen und nehmen mit den Ziegeltreppen hier immer vor dem Pfeilern einmal so eine Treppe stellen wir dahin, dass das Ganze ein bisschen schöner aussieht. Hier hin, hier hin, hier hin, hier sogar zwei. Jetzt können wir Stufen nehmen und hauen die immer noch einen davor dran. Das ist aussieht wie so Füße vom Käfer oder so, so könnte man sich das vorstellen. So, 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 so. Biau, biau. Hier hin, dahin, dorthin. Sehr schön. Um noch mehr zu verzieren, könnte man natürlich hier auch noch so Ecken machen, dass das dann ein bisschen wie so ein Tempel aussieht. Könnte man machen. So, jawohl. Jetzt sieht das fast aus wie eine Schildkröte, ne? So ein bisschen zumindest. Dann gehen wir jetzt hin und nehmen einfach Korallen mal hier. Nehmen wir mal blaue. Nehmen wir mal rosane. Nehmen wir mal gelbe. Nehmen wir mal rote. Und hauen dann immer so hier überall so ein paar Korallen drauf, da wo es geht. Dass das Ganze so total bewachsen aussieht halt. Hier hinten noch eine blaue. Da vielleicht noch eine rosane. So. Dass das ganz schön schick aussieht. Hier vor kannst du natürlich auch noch alles mit Knochenmehl zuwuchern lassen. Ganz wie du möchtest. So, jetzt gehen wir wieder rein. Flup, flup. So, hobbeli hobbel. Jetzt haben wir natürlich, warte, den brauchen wir. Das hier haben wir alles vergessen, ne, wir Experten. Da ist er. Wo fehlt er noch? Hier fehlt er, guck, da. Das müssen wir noch machen, sonst sieht das kacke aus. Da auch. Und jetzt brauchen wir wieder Holzbretter. Zumachen, zumachen. So, was kommt hier rein? Als erstes gehen wir hin und nehmen dann hier hin. So, machen wir mal zwei hin. Nochmal. Hier wollen wir jetzt als erstes unser Bett hin tun. Das hauen wir dann mal hier hinten. So, haben wir was zum Schlafen. Wenn man hier reinkommt, könnte man dann rein theoretisch noch... Truhen brauchen wir ja jede Menge. Nehmen wir mal Truhen und dann hätte ich gerne auch Laternen für unser Licht hier. Denn wir brauchen auch was Licht. Können wir die hier so drüber hängen? Jawohl, passt. Als würde sie da hingehören. Da auch noch eine hin und dann sieht man schon, ist hell genug. Jetzt gehen wir einfach hin und machen hier so drei Truhen übereinander. Vielleicht können wir da noch eine Falltür dran machen. So. Gucken wir mal. Upp, upp. Ja, ja. Upp. So, dass die hier so schön geparkt sind. Dann brauchen wir natürlich noch einen Ofen. Wo stellen wir den hin? Direkt neben das Bett? Oh, nach Möglichkeit nicht. Ein Ofen. Wir haben drei verschiedene. Das würde sogar super passen. Eins, zwei, drei. Dann noch eine Werkbank. Brauchen wir auch noch. Der Schwamm muss weg. Wenn wir jetzt hingehen und einfach hier so in die Ecke die Öfen stellen. Drei verschiedene, wofür auch immer. Ist ja nicht schlimm. Können wir so wunderbar hinstellen. Daneben dann vielleicht die Werkbank. Dann könnten wir noch Truhen hier hinstellen. So, vielleicht mal zwei. Ups. Zwei, eine große so. Die können wir dann auch wieder verschönern hier mit Depp, Depp, Depp. Klapp, klapp, klapp. Andere Seite auch. Ist natürlich alles sehr, sehr eng hier, aber egal. Klein und gemütlich, finde ich. So, hier könnte man jetzt noch hingehen und einfach runterbuddeln.
und sich mit einer Leiter vielleicht eine zweite Etage machen. Das überlasse ich jetzt aber dir, wie du die dann einrichtest. Da machen wir dann nichts. So, kann man auch eine Falltür drauf machen? Perfekt. Kommen wir auch noch runter, ne? Jawohl, wunderbar. Runter, rauf, super. Kannst du dann hier drunter noch eine zweite Etage machen zum Beispiel? Hier haben wir das, da haben wir das, da haben wir das. Was fehlt noch? Vielleicht einfach noch so ein klein bisschen Topf mit einer Pflanze oder so. Könnte man, obwohl dann wird es zu eng, ne? So in die Ecke könnte man den packen. Guck, jetzt nehmen wir noch einen Topf. Nehmen wir einen Topf. So, und eine Tulpe. Jawohl. Wie immer, Tulpen, Ede holt immer nur Tulpen. So, mit einer kleinen Pflanze. Sehr klein und eng, aber immerhin ein Unterwasserhaus. Mit allem, was du brauchst. Und noch mit einer Klappe nach unten in eine Mine, in einen Verzauberraum oder sonst was. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da, falls noch nicht geschehen. Abonnieren, Glocke aktivieren, so dass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V, bis zur nächsten Folge, euer Ede.